Lose haben das immer wieder in Elden Ring hier. Karialischen Lehrsaal. Wir haben ja jetzt, ach, für diesen Lehrsaal müssten wir die gleiche karianische Figur nehmen können, die wir für den Turm genommen haben. Der uns dadurch geöffnet wurde, der Turm von Renna. Renna, der Läuferin. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen offscreen in Gelmir mich rumgetrieben. Und zwar das Grabmal des Helden von Gelmir. Das war mir ja ein Graus mit der ganzen Lava und sowas. Aber es hat auch ganz gut geklappt. Und ich muss sagen, der Wolf war halt, für mich war das, der hieß heldenhafter roter Wolf. Aber das war Radagon. Ja. Und da gab es dann auch noch eine Todeswurzel für Garang. Das habe ich dem auch gegeben oder einen Zauber gegeben. Ich weiß aber nicht mehr, was für einer. Was man da unten noch kriegt, ist die Mantisklinge, die Bluthundrüstung und die Gelmir-Rüstung. Und die Asche des Bluthundritters Flo. Der treibt sich da auch irgendwann mal rum, da in so einem Seideäugung. War nicht so ohne, bis ich rausgekriegt habe, wie man, dass man auf den Wagen drauf springen muss, habe ich eine Weile gebraucht. Also muss ich ja ehrlich sagen, das wäre also nichts gewesen. Aber ich hab's und ich weiß auch nicht, ob noch irgendwo ein versteckter Gang ist. Ist mir auch relativ wurscht. Was ich mal vielleicht vorweisen kann, ich habe immer noch die Baumrüstung des Schmelztiegels. Ah, fällt mir halt. Oh, und das jetzt ist. Halt mal. Ich habe mal auch die Gelmir-Ritterrüstung. Ja, sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Und so wie dieser Fürst seine Würde verlor, verloren die Ritter ihren Herren. Ja? Marionettenrüstung haben wir. Ich glaube, ich müsste einmal ein bisschen was verkaufen wieder. Wappenrock haben wir auch noch. Was war da jetzt von dem schwarzen Raubvogel? Jawohl, die ist auch nicht schlecht. So, habe ich auch schon wieder was. Warte mal, wo waren das jetzt? Meine, wo waren das jetzt? Was habe ich jetzt gesagt gehabt? Bluthundrüstung. Schuppen. So. Eine Metallrüstung mit hervorstehendem Brustpassender stammt von einem der Bluthundritter. Sind alles erfahrene Jäger. Niemand kann diesen fetten Lesern entkommen. Ohne ein Wort zu sprechen, wählt jeder Ritter seinen eigenen Herrn aus. Ist die Entscheidung erst getroffen, bleibt der Ritter seinem Herrn ein Leben lang treu. Prima, ist auch nicht schlecht, so, oder? Jo, weiß ich nicht. Ist halt relativ sehr leicht, ne? Und an der Waffe, was habe ich gesagt gehabt? Das war die Asche des Bluthundritters. Flo. So, das ist schon da. Jachtjungfer und Schwertmaidpuppen. So, das ist die, glaube ich, Asche des Bluthundritters Flo. Der Geist eines Bluthundritters, den sie den tollwütigen Streuner nannten. Er greift sofort und ohne Unterlass an, nachdem er herbeigerufen wurde. Flo legte den Schwur ab, nur einem einzigen Gebieter dienen zu wollen, einem wahren König. So kam es, dass der tollwütige Streuner nie einen Herrn fand. Wenn es keinen wahren König gibt, dann konnte er das ja auch vergessen, ne? Und was war die Waffe jetzt? Waffe war, glaube ich, auch nicht schlecht. Mantisklinge hieß es. Ach du Scheiße. Bin ich die? So. Grümschwert. Talent wir blieb. Haben die scheinbar immer gern eingesetzt. Ein Doppelkrummschwert der Friedhofschatten von insektengeplagten Grabhütern. Aha. Okay. So ist es. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt davor, ne, Anna, und du stellst das Ding da hier. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Ist es. No. Steht ein bisschen verkehrt rum, aber das macht nichts. Wackelt, oder? Kommt es soll? Dreht sich alles. Achtung. Ajo, guck mal. Wow, wird alles auf den Kopf gestellt. Der Mond. Ja, wenn ich die jetzt wieder entferne und dann... Dann geht's wieder rückwärts, ne? Oder? Aber ich mach's, ne? Ist da noch jemand da hinten dran? Ne? Gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal
noch oben, ich war ja schon dahin, ne? Aber offscreen auch wieder, ne? Und da ist es so ein ekelhafter. Wo ist denn der Fahrstuhl? Wer ist denn der Fahrstuhl weg? Oder irgendwo ziehen oder was? Ach so. Wir sehen, da steht jetzt alles im Krupp, der ist jetzt da oben. Scheiße, wie komme ich jetzt denn über? Ach du, eiskalt Händchen. Steht alles auf dem Kopf, außer zu Hause, ne? Das ist noch normal geblieben. Nur innen drin. Sieht fast so aus, wie wenn wir. Der Hebel ist ein bisschen weit oben, ne? Ja, wie haben wir sich das jetzt gedacht, so? Ins Wasser springen? Ach so, da kann ich runter. Ah, okay, mal einmal, aber. Muss ja nicht sein, dass da jetzt jemand war, gell? Oh, das darf ich nicht machen, erstmal. Also hängt ihr da an der Decke, ne? Ich muss mal umdenken jetzt, Anna, ich kenn. Yep. Ja, gut, wenn das. Wow, 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 wow. Ja, weil der Gast ist jetzt wieder wahrscheinlich, ne? Dunkelschmiedestein 2, ja, ja gut, warum nicht? Ich meine, ich nehme ihn mit. Ach du Scheiße, ja. Wasser tropft jetzt. Okay. Ja, irgendwie tropft. Ich habe die alle getötet, weil ich dachte, aber du konntest doch nicht mehr. Was geht denn jetzt? Da ist er da. Brett, wie hieß er? Brezeptorin, Miriam. Das ist Enya, ne? Okay. Wow, was der aushält. Und wir schieben noch ein bisschen Blutung neues gehört. So vier Blutungspfeile, vielleicht reicht's. Ah, guck mal, geht doch. Hab keine Lust mich mit dem. Ich hab da. Genau, das habe ich gemerkt. Okay, da trifft dich, ne? Du aber auch, ne? Hohoho! Trink was? Ja, jetzt fängt er auch so rum teleportieren. Der Nasefrosch. Ah. Vielleicht eine halbe Stunde im Hinten hochgerannt. Vielleicht teleportiert er ins Wasser neu. Ach, da liegt da noch ein Haufen Kram rum. Ja. Ah, der kann mich schon mal schlägen. Wo ist er? Nee, das ist er gar nicht. Wo gehen wir jetzt erst hier? Wie sind wir darüber überhaupt? Wo die da hocken? Die zwei machen wir mal weg. Wisch, sicher ist sicher. Ich hab doch da Loot gesehen, Anna. Der dreht am Rettel, oder? Der Typ. Und es sei, dass wir auf der anderen Seite runter müssen. Was soll das mit da durch müssen? Da und dann vorbei. Sieht man. Ah nee, aber ich hab doch da unten auch. Aber wir könnten da außen rumlaufen. Okay, das ist sicherer. Runterspringen. Erscheint mir nicht so sinnvoll. Gut, dann müssen wir die wohl oder übel doch wegmachen. Weil die. Okay. Die lassen uns ja nicht freiwillig natürlich. Bleib stehen und hup, zappel nicht rum. War ein beherzter Sprung. Aber das hat nichts genützt. Ne? Hat ihr nichts genützt, der Hahn. So. Ich weiß gar nicht, wo der hockt. Ach, da hinten. Ist er das? Ne, das ist ein anderer. Gerade gucken, dass da nichts versteckt ist. So.
ganz vergessen, dass die Typen da auch noch rumrennen, ja? Nicht da! Und da nicht, war ganz langsam. In die andere Richtung, aber wenn es geht. Jetzt holen wir uns, wir gucken jetzt bestimmt einen Zauberspruch. Ein Willelose. Maske des Verräters. Des Vertrauens. Komm, da gehen wir da raus. Nee, ne? Maske des Vertrauens. Das da. Wir könnten zum Beispiel auch als Reisender gehen. Achso, das da habe ich glaube ich auch noch irgendwo da rausgekriegt. Schimmersteinkrone von Haus Heimar. Kenne ich gar nicht. Das habe ich auch gefunden noch. Da eine Goldmaske. Da war da irgend so rumgelegen. Ja. Da auch noch was das ist. Ja, auch noch. Genau wie das so. Gelehrter ist das. Gelehrter Ninja. So. Eine Maske, deren Mund mit goldenen Fäden zugenäht ist. Erhöht die Arkanenergie. Wow. Geht schon eine Orange hoch, ne? Ja, ja. Gut. Kann man sich schon mal merken, wenn man es nicht vergisst. So. Müsste man halt wissen, wie man da jetzt weiterkommen, ne? Kann man da runter irgendwie oder da außen rum nennen? Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Dreht vollkommen ab, da eben der Typ. Ja. Wow! Wow! Bringen wir was? Miriam, Herr Miriam, Herr Maluf. Scheiße, das geht nicht. Wenn Miriam so nah kommt, die kommt dir zu nah. Du Scheiße, hau die neue. Oh, wo kommt der her jetzt? Wie bist du da hoch, ne? Ja, wie ist denn der da jetzt so herkommt, ne? Oh, oh. Dann muss den Brutzel mal weg. Wenn der so unschlüssig ist. Ich weiß, wie der daherkommen ist jetzt. Und ist du außen rum oder was? Nee, da wäre der ja schon längst herkommen. Aber wie komme ich denn da jetzt nur noch? Oh fuck! Ach komm her auf! Du nicht so, das hat doch nicht wehge da! Ich wollte eigentlich springen, aber man hat gedacht, du konntest mich am Arsch lecken. Ah ja, warum nicht? Wo sieht man jetzt wieder? Ah. Achtung, häng drauf. So ein bisschen langsamer. Und die Händel, ja du. Wir haben da die schon in die Neugewäsche wieder. Ach, da überliegen deine Seele. Da ist er wieder. Ja, du kriegst nie ganz, weil du... Da fängt dann auch da mit dem komischen Korn da rum zu teleportieren. Das ist halt dem sein Vorteil.
Ne? Muss die wieder wegmachen, oder? Keinen Sinn. Mir gefällt aber kein Aruna, ja. Die können so weit springen. Naja, da liegt noch einer, ich weiß, aber ich sehe ihn jetzt nicht. So, jetzt haben wir wieder die Zwerida natürlich, ne? Wow, 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 wow. Da drei waren sie klar. Sogar, ne? Warte mal, kommst du her jetzt? Das ist simpel, ja? Ja. Markieren doch. Ja, kann ich denn nicht weg? Guck der wieder da, ne? Komm ich doch nicht ohne, oder was? Ah! Oh gut, wir haben ihn. Scheiß Viecher hier! Bleib liegen! Haben wir jetzt gekriegt? Irgendeinen Zauber wieder. Bitte? Das war so bläulich. Klarheit, was ist das? Ich weiß es nicht mehr. So, das könnte es gewesen sein. Nee, 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 auf keinen Fall. Kristallexplosion. Ich weiß es nicht. Eisige Waffe oder was? War irgendwie hellblau, ne? Platzregen. Wirklich, weiß es nicht. Aber momentan wurscht, ich konnte es eh nicht nutzen. Nutzlos dann, ne? Komm, bleib liegen. Guck mal. Stoch. Und nicht durchgestochen, Anna. Sag mal, was ist denn los mit dir? Du hast doch nicht so viel Kaffee getrunken. Muss ich wieso wissen? Das geht nicht. Oh, komm. Aber du bist doch eindeutig im Nachteil, wenn du unten drauf stehst. Oder ist das nicht so? Ich weiß auch nicht, was man... Komm, spring einfach. Was man hier mache überhaupt. Und wie man da runterkommen. Können wir nicht drunter springen, oder? Da ist er. Sind wir doch noch richtig? Da geht's doch auch nicht weiter, oder? Nee. Wird der Überblick verloren? Ach du! Aha! Hab ich vergessen. So, guck mal, da geht's hoch. Ah ne, ah ne. Irgendwo. Ein sichtbarer Weg. Da steht alles im Kopf, kommt das soll. Okay, Freunde, ich muss das wieder so machen. Etappe, weil ich nicht genug Speicherplatz habe. Ich suche mir jetzt einen ruhigen Weg und dann schalte ich wieder ein. Okay, okay. Ja, ich hätte es nicht geglaubt. Man konnte tatsächlich runterspringen. Ich habe schon so schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Runterspringen. Aber wenn tatsächlich zu gehen, da liegt da noch was auf dem... Ach, da ist eine Leiter. Ich sehe da jetzt gar nicht, ob da irgendwelche Tierchen rumkrabbeln. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir da irgendwie runter unbeschadet. Auf uns geht. Sieht aber auch wieder hoch aus, oder ne?
Sind die alle auf einer Ebene? Oder? Ach du Scheiße. Ja. Oh, na langsam. Langsam, Anna. Ganz langsam. Uha. Okay, okay, okay. Das ist gut gegangen. Das war breit, recht breit. Das ist ja leider. Da brauchst du nicht springen. Du könntest eh nur da vorne. Kannst auch die Leiter nutzen. Ist da irgendwas auf der Ebene? Nein, wir müssen ja noch. Donuna, das würde ich gerne einsammeln. Okay, ich weiß, es ist. Weiß, du bist nicht schwindelfrei, aber. Klappt schon. Und da die Leiter überhaupt? Da kommst du gar nicht hier, oder? Da unten ist der Fahrstuhl, Achtung. Komm, wir nehmen die Leiter nicht. Wir nehmen. Ah, guck mal da. Da waren doch Ratten irgendwo auf dem Ding da, oder nicht? Also, wir müssen da jetzt nicht wahr? Da außen rum? Und die Dinger. Die Aufhängungen. Boah, boah, das sieht nicht so aus. Oder? Ja, doch. Uah. Das ist noch so ähnlich. Langsam. Ein Fehltritt. Was? Heilig sichere Trockenleber. Okay. So, jetzt müssen wir da in die Mitte. Und irgendwie noch ohne. Achtung, Spannung steigt. Uah. Wenn wir da runter springen, ist er einfach. Guck dich nochmal um, ob du noch was siehst. Müsst ja ein bisschen leuchten, ne? Aber was hat die Leiter da jetzt hier gemacht haben? Dass man schnell fliehen kann. Es war umgekehrt, gell? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nicht auf die Mitte gleich. Erst gucke, was da ist. Tiefer Abgrund. Uah, komm. So, Achtung, jetzt kommen die Freunde von aller Seite. Aha, guck mal, da ist zugegangen. Praktisch, Sicherheit geht vor, ist klar. Und ja, gewiss damals. Dieser fantastischen Welt. Nun geht's wieder auf. Okay, ich würde sagen, was? Was würde ich sagen? Keine Ahnung. Kommt dann aus? Ja. Praktisch auf der Decke. Gut, ist doch Staub. Du musst da mal Lumpe geben. Kannst du das gleich wegmachen. Wo kommt der vor oder was? Oder irgendwo ein geheimer Geheimgang? Also ich bin nicht sicher, aber ich glaube es nicht hier. Nee, das ist. Warte mal, halt, 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 halt. Habe ich das so jetzt missgedeutet? Da ist der auf. Ah ne, ich habe das. Ich habe nur nicht nah genug dabei gestanden und dann ist er alles gesehen, wie wenn das ein begehbarer Kleiderschrank wäre, aber es ist. Ja, schon wieder Stimme. Schon wieder, ja. Wir müssen doch irgendwo müssen wir rauskommen, ne? War doch da. Wo ist denn unser Ausstieg oder Einstieg? Anders halt. Jo. Okay, da sind wir. Da geht's raus. Da ist eine Tür zumindest. Hoffentlich ist die jetzt nicht verschlossen. Achtung! Achtung, Anna! Sei vorsichtig. Was hast du denn da für Handschuhe, oder? Oh, ist Klinge? Das regnet wieder. Super. Ach, jetzt sind wir auf der Brücke, hä? Ja, Anna, sind wir auf der Brücke jetzt? Keine Ahnung. Ah ja, gut. Jetzt sind wir da, ja. Siehst du, wie einfach dass das ist, ne? Wenn man es weiß. Jetzt wird es wieder umgedreht, oder was? Ist da irgendwo ein Leuchtfeuer oder ein Ort der Gnade? Da ist er doch. Weil ich gehe da nicht mit durch, das weiß ich. Da kann drin sein, was will. Unnatürlich. Warte mal, komm. Unnatürlich so ein Gebäude. Okay. Jetzt haben wir ein laufendes Stückchen vor. Können wir das Pferd rufen?
Jawohl, dann können wir reiten. Hüka, hüpa. Hippie. Aha. Aha. Irgendwo wird wieder einer lauern, neben drin, hä? Na gut, der lauert hat er jetzt, gelauert hat er jetzt nicht unbedingt, aber... Wow! Oh, ich kann niemand rufen. Was ist denn das? Scheiße, Leute. Guck mal, bekommt. Ne, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, wow, wow. Oh. Okay, wie geht man drauf an, denn? Du Scheiße, was ist. Da hat. Das ist ein Leguan, oder was? Ich mir auch noch was ringe? Oh nein, was ist denn? Ja, du. Wow, 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 wie hieß denn der Mann? Warte mal, ob der Feuer. Ob der was gegen Feuer hat. Nicht ausweichen, bitte. Komm, schmeiße Belgi. Was geht denn ab jetzt mit dem da? Müssen wir trinken. Und der doofe Knarre. Ach komm, du... Achtung! Ach komm, ach Freunde! Achtung, er rollt wieder. Was? Ach komm, spinnst du? Okay, okay, langsam. Wow, 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 wer ist denn das für ein Typ? Ist der doch geboren? Ich komm nicht weg. Okay, jetzt habe ich nur noch einen Drang. Achtung! Oh! Dann muss ich auf der Anna zurückgreifen. Okay, okay. Achtung! Okay, mach nichts. Okay, okay. Nicht zu viel Wolle. Ich hab'n. Trink das Ding bloß. Trink das Ding. Wo, wo, wo. Was, was? Das war ein. Das war ein. Der hat aber zugenommen, oder? Oben der Adlingen, das. Du Scheiße. Arm, Reifen, Hose. Ach du Scheiße. Der ist eine Neugewische, der Typ. Ja. Meine Fresse. Ja, was läuft denn da alles Mögliche rum? Ja. Und das gibt. Das hat nicht einmal Wut gegeben. Gleich 350 oder sowas, das kannst du vergessen. Allein sucht einen Lagerplatz, kommt er immer wieder? Ne, dann los ist. Gott, der Leider. Wir werden doch irgendwann mal ein bisschen umskillen müssen auf Fernkampf. Wir hätten den Bogen nicht mehr kennen. Haben wir denn dabei überhaupt? Ich glaube ja. Das Zeug kannst du liegen lassen.
Ja, gut, wenn du schon unterwegs bist. Gut, gut, guck da mal das auch, was da rumliegt. Alles Runen und Fragmente, Refugiumstein, das wird ja immer schlimmer. Der hat ja was bewacht. Bitten? Du Scheiße, ja. Der Hallenwächter. Achtung, Aufzug, pass auf. Guck erst mal, ob daneben was liegt. Ach, du kommst aus rum. Klasse. Regen, ja. Das ist Gott sei Dank. Heiliger Turm von Leon, also. Aber gut bewacht dabei. Ja. Der Turm. Was machen wir eigentlich hier? Aufzug fahren. Der Lieblingsbeschäftigung, ja? Aufzug fahren. Ah jo. Guck, dass du nichts. Das war. Was sind das, so ein Luftballon außer rum? Ja? Sieht geil aus, oder? Schild guckt raus. Dauert wieder weit, bis wir drüber sind. Gott, hat jetzt der noch Angst euch gejagt, hä? Oh. Michelin-Mensch, war der? Aha, da. Da können wir rasten jetzt. Und der dann kommt, reisen wir einfach weg. Komm, darf mal ein bisschen. Oh, ey, ist zerbrochen. Ist kaputt gemacht. Macht nichts. Wir haben doch gar keinen Bus besiegt, oder? War da schon ein Bus? Ne, ne? Ah ne, da liegt was. Was ist denn das? Fledermausmann. Fluchmal des Todes. Erbe der Sternengucker. Fluchmal des Todes. Erbe der Sternengucker. Das könnte ein Talisman sein. Gucken wir uns das mal noch an. Ne. So. Talisman. Fluchmal des Todes. Deinen Guga. Was ist denn das? Fingerabdrucktraube. Ah, der gelb entzündete Augapfel des Ritters Feig. Wieke. Achso, das habe ich glaube ich auch irgendwo. War irgendwo am Wegesrand gelegen. Ach so, haben wir es mitgenommen. Das Fluchmal von Mondprinzessin Rannis abgelegtem Fleisch. Ah! Ein in das Fleisch von Ranni der Hexe geritztes Fluchmal. Auch bekannt als die Halbkreiswunde des Tausendfüßler. Aha. Dieses Fluchmal wurde zum Zeitpunkt des Todes des ersten Halbgottes erschaffen und hätte die Form eines Kreises annehmen sollen. Da aber zwei Halbgötter gleichzeitig starben, wurde das Fluchmal in zwei Hälften geteilt. Rani war die erste der Halbgötter, deren Fleisch verging. Rani war die erste Halbgötter, ach so. Beim Prinzen des Todes starb hingegen nur die Seele. Okay, wer ist denn das? Ja, ach, die winzige Rani. Sie regt sich nicht. Nicht mehr. Ja, weg, ne? Hat ja eine Reise angetreten ins Universum, ins unendliche Reich der mächtigen Halbgötter. Oder so ähnlich, was weiß ich. So, was habe ich das auch noch erfahren? Ein Talisman, ne? Sind die Talismänner jetzt? So. Erbe der Sternengucker, ein Talisman mit der eingravierten Legende einer Königin. Erhöht die Weisheit. Ich habe gelesen, erhöht die Weitsicht. Naja, warum nicht? Mit jedem Schritt blickte die junge Astrologin zum Nachthimmel auf. Und immer waren die Sterne erziehen. Und als sie den Vollmond fand, wurde aus dem jungen Mädchen im Laufe der Zeit eine Königin. So einfach ist das. Da muss man nicht lange rummachen. Der Prothesenträger. Mhm. Okay. Okay, Freunde, ich würde sagen, das reicht jetzt. Ne? Ich gucke, dass ich hier wieder rauskomme irgendwie. Und dann muss ich schauen, was wir noch zu erledigen haben. Okay, macht's gut. Bis dann. Ne?